So, meine lieben Drachlinge, im letzten Part, ja, war halt nicht so sonderlich viel passiert. Hat der übliche, die Leute sind arbeiten gegangen, ist mit und Link sind halt jeweils zur Arbeit gegangen. Die kleine Teen hat in der Schule da eine peinliche Begegnung gehabt, denn irgendeiner ihrer Mitschüler hat ihr einen Liebesbrief zugesteckt. Als sie denjenigen darauf ansprechen wollte, hat er gesagt, dass er es nicht war, und dann irgendeine andere Mitschülerin hat dann da herumgetratscht, und naja, dann auch fühlte sie sich unwohl, aber naja, das hat sich dann schnell verbessert, weil sie dann plötzlich jetzt zur Zweierschülerin geworden ist. Das ist super. Zweier Grundschülerin, auch Hausaufgaben hat sie abgeschlossen. Ja. Und ja, okay, Donnerstag, ja. Gut, das heißt, ja, und bei unserem Mäuschen hier bei mitten Zelda, keine Ahnung, was so weit ist. Das ist halt das Blöde. Dieses elende lange Warten. Weil es immer jeweils einen Tag dauert und so weiter und. Klein räumt auf, das ist super. Wir hatten da jetzt so einen Fleck gemacht, ne? Dienen. Bitte. Spiel. Dieses elende lange Warten. Noms. Kerl, wenn du müde bist, du weißt Bescheid. Schlafen. Okay. Müde. Ich schlaf schön. Mami kann da, glaube ich, auch eigentlich auch hinlegen. Leg dich zu deinem Mann hin. Wir vergehen ein paar Stunden und hoffentlich wird dann jetzt was passieren, Mensch. Was ist denn los? Oh. Tentakel. Ist ein Monster in meinem Bett.
Nicht essen. Boah, Kerl. Machst du jetzt was? Mach das doch schon, Ding. Ja, danke, Papa. Oh, Mama, kannst du aufstehen? Oh. Mama, geh mal raus. Eine ausgeglichene Mahlzeit. Jemand hat gesagt, dass man Dreck essen kann, aber ein anderer meinte, dann würde man sehr krank werden. Dreck zu essen ist wirklich ungesund. Na komm. Ist noch sehr früh. Kannst du noch ein bisschen schlafen? Nacht. Eine super Mutter. Unsere Zelda. Mal, du musst es dahin, oder? Jetzt nicht mehr. Mit, aus mit da, komm. Da, bitte irgendwas da in der Richtung. Geh mal da raus, lass die Kleine schlafen. Jetzt beweg dich mal. Ich habe jetzt keine Lust, jetzt noch länger hier zu warten. Ach, das Bett zuweisen, da. Mann, das regt mich so auf. Tanzen, ja, wow. Das interessiert mich jetzt nicht mehr, dem Tanzen. Dingens hier unten. Ich hoffe, es ist jetzt dann gleich weg, wenn wir dann Fahrrohre einkleiden. Geht der Kerl schlafen, ja. Seine Frau kann ja auch noch was schlafen. Zumindest ein bisschen. Okay. Und wird die Zeit ein bisschen vorgespult, dann wird hoffentlich das Kind bald kommen, ey. Mann. Dann mach den Mist, was soll das hier unten weg? Wenn du Hunger hast, dann nimm dir was, Mädchen. Wir haben da genug Schrank drin, da. Nehmen. Naja.
Ja, was machst du jetzt damit da? Du hast Hunger, also ess. Stehst du drauf rum? Mann. Du warst ja gleich duschen noch. Sieht nach Essen da überhaupt aus, aber wow. Kann man jetzt sehr viel sehen. Mit einer Portion zwei Drittel reingeschaufelt. mit einer Gabel. Okay, die Wehen haben eingesetzt. Die kleine Farore kommt. Was? Vollständige Panik. Baby gekommen. Wer es wird jetzt ein Junge? Ein Baby. Mädchen? Mädchen? Die kleine Farore. Hey, leg sie mal rein. Mehr Auswahl. Älter werden. Mach mal sofort, komm. Nein. Älter werden, komm. Älter werden. Machst du das jetzt bitte, Zelda? Yay, Farore. Sie ist, das ist ihr Dingens. So, das Zweifel des Mutes. Okay, wild war ihr Dien. Das ist da Nairo. Das Mut ist ja. Unabhängig nie. Können andere seinen Trieb haben. Kommunikation engert gleich. Also. Machen wir hier das. Halt. Link. Du weißt, was du zu tun hast. Kuchen, sofort. Sofort. Ab. Sofort. Mach jetzt keinen Mist. Du machst sofort einen Kuchen. Komm, mach, steh nicht so doof rum. Mach weiter. Beweg dich. Lebensfähigkeit erworben, ja. Komm, beweg dich. Bewegen. Mach jetzt. Dann gehst du dann bitte zur Seite. Nein, nein, zu den Kuchen. Was machst du jetzt mit den Kuchen? So. So. Zelda. Nein. Warte mal. Link. Geh da hin.
Nein, Geburtstagskarten hinzufügen. Zelda, nein, 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 nicht, wer? Link, du gehst jetzt zur Seite, bitte. Ich will das jetzt alles ordentlich haben. Die kleine Kerzenhilfe von Mama. So, das ist auch super, dass es jetzt funktioniert. Hat zwar nur den halben Part gedauert, aber egal. Werd größer. Bäm, Faro ist jetzt erwachsen. Naja. Auch ein Grundschulkind. Werden wir sie jetzt ankleiden? Enges gleich. Kreativ, habe ich ja gesagt bei ihr. Leben, Freundschaften schließen. Das ist eher ihre Schwester, Nairo. Das und mal eher hier. Welche sagen und kleine Frau, warte mal. Wir werden mich hingehen. Outfitplan. Der Kuchen. Mädchen, machst du das bitte? Wenn du es machst, können wir dann auch direkt hier ein Bett hierhin tun. Ins Zimmer deiner Schwester. Aurora Kerrigan. Hey, ne? So, und zwar als erstes direkt. Nein. Erstes war es das. Dann Haare. Welche würde ich dann nehmen? Warum ist bestimmt ist das? Nein, das nicht. Irgendwas anderes, was ich gesehen hatte. Müsste das Blond von dem Vater sein, ne? Sonst ist das Blond von Link, okay. Moment, wo waren diese eine Frisur, die ich gesehen hatte? Das ist Elsa? Nein. Ist das hier? Eine kleine Hermine. Miss Granger. Nein. Man könnte auch das nehmen. Nee, ich hatte auch was ganz Spezielles gesehen mit einem. Mit einer Dingens hier hinten. Das ist die Frisur von Farora? Nein. Das hier? Ja, genau, das war das. Genau. Sieht doch gut aus. Ja, passt doch ein bisschen zu ihr. Ja, wenn wir das jetzt bei den Haaren geklärt haben, geht jetzt an die Alltagskleidung ran. Das wirklich, das? Naja, sieht nicht gerade hübsch aus. Sonst irgendwas Hübsches für Mädchen. Das würde ich eher ihrer Schwester geben. Komm weiter. Irgendwas Schönes. Hier ist da vielleicht.
Das wäre eher was für ihre Schwester mit dem Blauen. Vielleicht. Muss ja auch irgendwie farblich passen. Na, vielleicht irgendwas. Irgendwas in Grün. Das vielleicht? Nee, ist nicht so. Grün, das ist ja das, was ihre Schwester anhat. Ne, das wäre blöd, wenn wir das jetzt doppelt hätten. Ah, hier oben ist ja noch ein bisschen mehr. Katja! Aus. Auch nicht, das ist eher sowas, was aussieht wie kaputt. Könnte schon so ein Hinweis auf den Hund sein. Auf jeden Fall irgendwas Grünes sein. Ja, schöne Klamotten sind hier, naja. Irgendwie eine Seltenheit. Wirklich schönes Grünes ist ja nicht bei. Na doch, das passt doch eher. Obwohl, Moment, ich muss doch gerade überlegen. Nee, Zauber hat doch was anderes. Er hat doch eher so ein Kleidchen angehabt oder sowas. Habe hier sowas, aber in Grün. Wenn ich mich an diese Zeichnungen von damals erinnere. Diesmal gab es von dem Comic, da hat sie doch sowas Ähnliches angehabt. Aber ich denke mal, wir lassen eher sonst das da an. Rosen. Was ist das denn? Nee. Eine Herzchenhose.
Und dann geben wir ihr Schuhe. Muss ich euch Schacks geben, ne? Grün. Jetzt mit ein paar kleinen Söckchen oder so. Ja, könnten wir das nehmen. Ja, nehmen wir das. Machen wir das auch bei dem Dingens da. Nein. Keine Ausbekleidung. Genau. Das und Kopfaccessoires da. So, Mädchen. Da. Glaube ich nichts. Obwohl, hatten die anderen Mädels. Die hatten da, glaube ich, hier. Die anderen haben noch hier immer so einen Stein gehabt. Die hat schon mal den roten, dann kriegt sie den grünen. Kleidung hier. Die nicht sowas? Ne, die hatte das. Das da vielleicht ein Grün? Nee. Sieht das aus? Könnte man machen. Grün. Das ist war dunkel. Sonst was man sonst machen könnte. Nee, das ist das Einzige, was man vielleicht nehmen kann in der Farbe. Immerhin das. Sie da ihre Ohren? Ja. Okay. Und wir sind da schon wieder drüber. Ach toll. Egal, ich mache das jetzt trotzdem weiter. Weg. Ja. Kleidung. Das in der Farbe. Ich denke mal, das so sieht es besser aus. Die Schuhe willst du haben? Okay. Mädchen. Grün. Wenn das anziehen willst, okay. So schlafen gehen willst, okay. Ich hätte sonst gedacht, dass du dann hier irgendwas nimmst. Und ich habe
Lass mal, hier wäre noch was in Grün, wir können uns das mal angucken. Alles grün. Weiß ich nicht. Aber wenn du das hier unbedingt haben willst. Keine Ahnung. Muss ich das hier eher nehmen. Ja, das, was hat das da für eine Farbe? Blau. Weil auch so ein bisschen grün ist dann bei. Na, wenn du das haben willst, dann denk dann. Na komm, zieh mir den in der langen Hose an. Aber trotzdem, Mädchen. Hallo. Trotzdem muss dann hier noch die Ohren bei sein. Haben wir jetzt alles? Das ist jetzt eigentlich auch egal, was sie jetzt da anhat. Da jetzt noch, was willst du das anziehen? Ja, okay, sieht gut aus. Wenn das ein Grün wäre. Das ist nicht so viel in Grün. Aber vielleicht gibt es den Rock hier in Grün. Mit einer leicht grünen Schleife. Die Schüchen wenigstens etwas in grün. Und sonst Oberteil, ja. Dann lass das ruhig an. Halten. Ich habe bei beiden vergessen, die Ohren zu machen. Nein. Weg. So. So. Zack. Zurück. Mal kurz durchhalten. Ja. Ja. Verrohre ist fertig. Zack. Kannst wieder zurück. Dann kriegst du dein Bett und wir beenden den Part. Was ist das für ein Bett? Müsste das? Nee. Was da? Genau. Das war das.
einzuholen. Das ist doch ein schöneres Grün, das gefällt mir eher. Sieht auch eher noch was aus. Ah, können Sie schon mal da reingehen. Obwohl, ich denke mal, im nächsten Part werden wir schauen, dass wir mit Farore jetzt auch weitermachen, dann auch. Die Familie wächst. Jetzt nur noch ein Mädchen. Nur noch ein Mädchen. Und dann. Ich denke mal, in der nächsten Aufnahmesession ist es dann soweit. Wir werden jetzt noch mal eine Folge Ruhe walten lassen. Dann werden Link und Zay dann Nairo zeugen. Während Nairo in Zelda heranwächst, wird der große Umzug stattfinden in ein neues Haus mit Garten. Ich freue mich schon darauf. Muss man halt nur gucken, dass wir hier ein Haus finden, was groß genug ist. Weil mindestens 2 Bäder, weil bei einem Bad wird's kritisch. 2 Bäder auf jeden Fall und naja. Später auch noch eine Badewanne, damit wir den Hund baden können. Der ja dann zum Schluss kommt. Naja. Auf jeden Fall, die kleine Dean. Farore ist jetzt auch da. Was? Was denn da? Na? Speichern? Kannst du mal speichern. Ich warte. Wenn es jetzt fertig ist, machen wir dann auch Ende. Ja, genau. Es ist jetzt fertig. Wir sehen uns beim nächsten Mal zu einer neuen Aufnahmesession. Bis dann und tschüss.